Moin, Sebastian hier. Was gibt's Schöneres als mitten im Winter Warmwasser Höhlentauchen und das auch noch in einer der coolsten Höhlen Europas? Wir sind nämlich unterwegs zum Molnar Janos nach Budapest. Mir fällt nur eine Sache ein, die noch besser ist, nämlich in dieser Höhle nach bisher unbekannten Fortsetzungen zu suchen. Genau das haben wir mit einem kleinen Team von insgesamt 4 Tauchern in der nächsten Woche vor und du bist sicherlich schon ganz gespannt, ob uns das gelingen wird. Die letzten 5 Kilometer liegen vor uns. Wir sind schon mitten in der Stadt und man kann es kaum glauben, aber wir hatten keinen einzigen Stau. Auf der Gegenspur sah es ein bisschen anders aus. Da war gefühlt nur Stau. Deswegen graut es mir da auch schon ein bisschen vor der Rückfahrt. Aber wir haben ja jetzt erstmal eine Woche Tauchen vor uns und jetzt gilt es als erstes das Hotel zu beziehen und als zweites zu versuchen, in die Molnar zu kommen, die ganzen Equipment-Sachen schon mal reinzutragen. Denn der ein oder andere wird sich erinnern, es ist ein kleiner Marsch da immer hin und her bis zum Höhleneingang. Das wäre super, wenn wir das heute schon erledigen können, damit wir morgen direkt mit dem Projekt starten können. Und es wäre auch noch gut, wenn wir in dem abgeschlossenen Bereich der Molnar parken könnten. Denn da ist es einfach nochmal ein Ticken sicherer und wir müssen nichts bezahlen. Von daher, versuchen wir das. Und vielleicht schaffen wir es sogar noch, unseren JJ komplett fertig zu machen für morgen. Schatzi, was ist denn so lustig hier? Hallo? Hallo, nicht aus der Box nehmen. Hier steht alles. Hier steht alles. Da liegt alles. Es sind 1,5 Stunden vergangen. Ungefähr so lange hat die Kamera auch gebraucht, um nicht mehr zu beschlagen. Ich frage mich, wie wir das morgen machen sollen. Ich zeige es dir mal gerade. Immer noch extrem beschlagen. Wir sind fertig. Alles Equipment ist an Ort und Stelle. Zumindest was das Tauchequipment angeht. Ich glaube, wir waren 2 Stunden unterwegs. Und jetzt wollen wir eigentlich ins türkische Bad endlich mal was für die Entspannung tun, denn mein Rücken ist total verspannt. Aber dieser Mann da kriegt es nicht hin, seinen Koffer leer zu räumen. Deswegen werde ich ihm jetzt schnell helfen und dann geht es hoffentlich ins Bad. Weil ich in Versuchung geführt werde hier. Wir sind in der Therme angekommen. Nein, Spaß. Wir sind in der zweiten Therme gewesen. Die erste war nämlich so voll, dass wir nicht reingelassen wurden. Oh, jetzt kommt das Essen. Wir sind inzwischen nicht mehr in der Therme, sondern im Restaurant und haben riesen Hunger. Es ist 8:15. War ein anstrengender Tag, viel Autofahren und das warme Wasser macht auch müde. Wir schlagen uns jetzt noch die Bäuche voll. Ich sage gute Nacht, wir sehen uns morgen früh wieder und dann erzähle ich dir, was wir am ersten Tag so alles geplant haben. Guten Morgen, wir haben gerade lecker gefrühstückt. Gleich geht's los und Sebastian hat ja gestern großkotzig versprochen, dass er dir erzählt, was wir heute machen. Aber eigentlich wissen wir das noch gar nicht so genau. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass es heute einen kleinen Trainings- oder Checkdive gibt, in dem wir uns in einen Bereich der Höhle begeben, wo die Sicht sehr schlecht ist, weil das wird uns in den nächsten Tagen des Öfteren passieren und dass wir uns da wohlfühlen und wissen, was wir zu tun haben. Das ist, glaube ich, so heute das Ziel. Witzigerweise fangen wir erst 10 Uhr an, das ist für uns ja sehr spät, aber deswegen konnten wir lange schlafen und sind jetzt bereit, gut ausgeruht und voller Vorfreude. Es regnet wie aus Kübeln und jetzt wird es gleich 10 Grad wärmer und die Linse beschlägt. Noch siehst du, Joanna? Und jetzt wird die Sicht hier immer schlechter.
Deswegen muss ich jetzt erstmal die Kamera ein paar Minuten akklimatisieren. Das gibt uns Zeit, uns auszuziehen. Schatzi, fertig? Yes. Ich auch, der Tim auch. Wir wurden eben schon ausgelacht. Weil die, ich bin noch gar nicht in der Maske gewesen. Sieht aus. Weil die Units noch so ungebraucht aussehen. Naja, ist alles eine Frage des Standpunkts. Wir sind bereit. Jetzt gibt es gleich ein kleines Briefing, was wir als erstes machen. Und ich muss dir mal eben was zeigen. Nein! Joanna hat ihre Hose falsch rum angezogen. Ja, nur damit man sie öfters tragen kann. Die ersten vier Tage auf links und die zweiten vier Tage auf rechts. Hat er dann so, wie man nimmt sich gerade, die ganze Zeit hier so ein Würstchen schön. Hier werden gerade ganz interessante Geschichten ausgetauscht. Schatzi, was hat er denn schweben gehabt? Ein Würstchen. Ein Würstchen. Oh, ich habe heute Morgen schon ein Würstchen zum Frühstück gegessen. Nee, eins, das und eins gelegt. Da sind wir wieder. Es war extrem interessant und ich muss ehrlicherweise zugeben, dass wir das Ganze nicht so für dich im Bild festhalten konnten. Ich zumindest nicht, denn ich habe einen Großteil des Tauchgangs einfach gar nichts gesehen. Wir sind durch sehr, sehr enge Bereiche getaucht und Joanna als Nummer 1 hatte einen komplett anderen Tauchgang als ich als Nummer 2 und erst recht als Tim als Nummer 3. Warum, kann sie dir gleich sagen. Ich habe in den engen Bereichen wirklich nichts mehr gesehen und mit nichts meine ich, ich konnte gerade noch so sehen, in welcher Farbe das Hut blinkt. Das ist so 2 Zentimeter von der Maske entfernt. Alles, was weiter war, war wirklich überhaupt nicht mehr zu sehen. Und wir haben uns da an einigen engen Bereichen nicht den Arsch und auch nicht den Trocki aufgerissen, aber wirklich abgeackert. Und das war, wie Scholt hinterher sagte, mit Sicherheit nicht unser schönster Tauchgang, aber es war eine richtig, richtig lehrreiche neue Erfahrung. Und morgen können wir das Ganze ein Level weitertreiben. Und jetzt kann Joanna mal ihr Bestes zum Besten geben und erzählen, warum sie einen ganz anderen Tauchgang hatte als wir. Ja, ich hatte in der Tat einen anderen Tauchgang. Ich habe auch so viel wie möglich gefilmt, weil ich wusste, dass hinter mir nicht mehr so viel Gutes zu sehen ist. Das liegt nicht an meiner schlechten Tarierung, sondern einfach an der Enge und an dem vielen Zilt, der aufgewirbelt wurde. Der ganze Boden war eigentlich komplett lehm, also man musste nur ganz leicht antasten. Und ich habe auch einmal, ich hoffe, Sebastian nimmt das rein, die Leine gefilmt, an die ich einmal drangekommen bin und wo dann wirklich so Staub daneben war. Vielleicht kann man das nochmal einblenden. Aber ansonsten habe ich sehr viel und sehr schöne Sachen gesehen. Es ist eine wunderschöne Höhle, auch die Bereiche, die wir jetzt noch nicht kannten. Es wird eng, der Stein ändert sich in ganz vielen unterschiedlichen Farben. Manchmal glitzert es auch so ein bisschen. Und ja, es war wirklich cool. Ich habe auch noch eine Situation gefilmt. Da sieht man, wie das so runterregnet oder schneit. Ist auch hoffentlich zu sehen gewesen. Und ja, es war auf jeden Fall aufregend und auch irgendwie cool. Ich finde es irgendwie cool, wenn ein Sinn wegfällt und man dann sich mehr auf den Tastsinn fokussiert. Und ja, ich hoffe, es geht so weiter. Und
Jetzt können wir erstmal entspannen. Da hinten sitzt der Tim und repariert sein Trockiventil. Das hat er nämlich unter Wasser, als er daran rumgespielt hat, plötzlich in der Hand gehabt und ist relativ nass geworden. Zum Glück haben wir den beheizten Kleiderbügel mit, den wir ihm schon geliehen haben. Mit Tim ist das Problem, dass in jedem Urlaub sein Trocki kaputt geht. Und wir haben gestern noch gescherzt, was heute wohl passiert. Und auf einmal hat er unter Wasser das Auslassventil in der Hand. Also Daumen drücken, dass das repariert wird. Wir haben aber genug andere Ventile mit, die er dann auch noch kaputt machen kann, falls das Reparieren nicht funktionieren sollte. Natürlich wissen wir alle, wo das vorher auch war. Das ist jetzt rein Experiment. Zur Not können wir ja meins auseinanderbauen wieder. Genau. Das war auf jeden Fall da drin. Anders so, genau. Dass das, so? Ja, dass dann die Feder da so reinpasst. Der Regen hat aufgehört. Das bedeutet, ich kann auch auf der Straße filmen. Und die drei Fragezeichen sind auf dem Weg zum Essen. Und heute haben wir uns gedacht, dass wir zur Feier des Tages was richtig Ungarisches zu uns nehmen und haben uns dafür entschieden, Tapas essen zu gehen. Wir sind gut gesättigt. Es hat sehr, sehr lecker geschmeckt. Jetzt müssen wir noch das letzte Problem des Tages klären, denn wir haben leider unser Wasser im Auto eingesperrt. Und das Auto ist da hinten sicher geparkt. Und jetzt müssen wir an einem Sonntagabend noch irgendwo ein paar Wasserflaschen herkriegen, damit wir morgen nicht dehydriert den nächsten Tauchgang starten. Und wir hoffen, dass wir das jetzt schaffen und danach geht's ab ins Bett. Guten Morgen. Man sieht, dass wir hier im Urlaub nicht ganz so gesund leben können wie zu Hause, aber man kann nicht alles haben. Heute treffen wir uns bereits um 9, also eine Stunde früher als gestern und wollen uns heute einen sehr, sehr weit entfernten Bereich, Scholl sprach, glaube ich, von 600 Meter vom Eingang entfernt, und einen etwas tieferen Bereich angucken. Noch nicht richtig tief, sagen wir mal so halb tief, 45 Meter. Wir wissen nicht ganz genau, ob das noch so ein Warm-Up-Dive Plus ist oder ob wir heute bereits in dem Bereich nach Fortsetzungen suchen. Das werden wir gleich erfahren, du natürlich auch. Jetzt heißt es noch schnell die Unterzieher einpacken und dann geht's rüber. Wir haben heute die Molnar nicht für uns alleine, aber es sind deutlich weniger Gäste da als gestern am Sonntag, was uns natürlich freut, damit wir uns etwas breiter machen können. Jetzt gibt's das Briefing. Wir haben gerade den Tauchgang geplant. Heute tauchen wir zu einer Stelle, wo es ganz plötzlich von, ich glaube, 19 Grad auf 14 Grad droppt oder noch krasser. Und bis jetzt ist noch nicht geklärt, warum das so ist. Und wir wollen mal schauen, ob wir irgendwas Auffälliges finden. Und deswegen schauen wir uns heute diesen Bereich mal an. Ich bin ganz gespannt. Es wird, glaube ich, ein ziemlich langer Tauchgang. Wir werden auch ein bisschen Deko haben. Aber jetzt geht's erstmal los. We'll be right back.
Wir haben im Moment die ganze Molnar für uns. Hier ist noch ein CCR Cave, der ist aber gerade im Wasser. Und das heißt, dass wir uns hier hinten in der Kursecke gemütlich machen können. Der Tauchgang war mega, mega gut verglichen mit gestern. Wir hatten sensationelle Sicht die meiste Zeit und haben auch diese Stelle gefunden mit dem kalten Wasser, von dem Joanna dir gerade erzählt hat. Allerdings war es so, dass es nicht 14 Grad war, sondern ich habe eben meinem Computer gecheckt, 18,7, was für Molnar-Verhältnisse immer noch kalt ist, aber natürlich nicht 14. Und wir haben da ein bisschen in die Ecken geguckt, ob man da irgendwas erkennen kann, ob da kaltes Wasser rauskommt, haben aber nichts gesehen. Und nach 2-3 Minuten, das hast du eben auch gesehen, wurde die Sicht dann dort tatsächlich auch katastrophal schlecht, weil man halt von der Decke vom Boden, einfach dadurch, dass man sich mit seinem Körper halt bewegen muss, so viel aufwirbelt, dass es dann nach ein paar Minuten an der Stelle einfach auch sinnlos war, weiter zu suchen. Joanna ist gerade irgendwas suchen gegangen, deswegen ist der Platz neben mir leer. Ich esse jetzt heimlich was, nicht weitersagen, und sie wird dir gleich auch nochmal ihr Fazit zu dem Tauchgang zum Besten geben. Auch ich bin gut wieder aufgetaucht. Meine Sicht war ein bisschen besser als Sebastians, weil ich ein Mensch vor ihm war oder der Mensch vor ihm war. Und ich habe ziemlich viel gefilmt, auch als die Sicht dann schlecht war. Mal gucken, was wir davon so reinnehmen können. Aber ich glaube, das zeigt ganz gut, wie schnell so eine Sicht kaputt geht. Und was ich auch gemacht habe, ich habe mit der Kamera nach oben gefilmt, weil nach oben gucken beim Tauchen ist ja auch nicht so einfach. Das heißt, wir müssen gleich mal ein bisschen Videoanalyse machen und mal gucken, ob man vielleicht auf den Bildern irgendwas erkennen kann. Genau, ansonsten haben wir gerade lecker gegessen. Der Korb ist leer. Sebastian konnte sich natürlich nicht zurückhalten. Und gleich wird noch die Unit vorbereitet. Und dann haben wir noch einen ganzen Nachmittag und dann müssen wir mal gucken, was wir da so Cooles machen. Dann habe ich noch eine gute und zwei schlechte Nachrichten. Und weil ich so ein positiver Mensch bin, fange ich mit der guten Nachricht an. Das Auslassventil von dem kleinen Mann da hinten, vom Tim, ist wieder dicht. Die schlechte Nachricht. Der linke oder rechte Fuß? Der rechte Fuß vom Tim, von dem kleinen Mann da hinten, ist undicht. Also die Serie setzt sich fort. Tim's Talkie ist dann einfach nicht urlaubstauglich. Und die zweite schlechte Nachricht. Dieses Gehäuse, in dem Joannas Kamera war, man sieht es, glaube ich, gar nicht so richtig, hatte ordentlich Wasser drin. Und der Verschluss war nicht richtig zu. Wir vermuten, dass es beim Rausgehen ein bisschen aufgegangen ist, denn die Aufnahmen, auch die letzten, sehen zumindest auf dem kleinen GoPro-Display noch scharf aus. Die Frage ist jetzt, wie wir hinter der Scheibe das Wasser über Nacht wieder rauskriegen, ohne das alles abzuschrauben. Zurück im Hotel nutzen wir die Zeit und schauen uns an, was wir so gefilmt haben. Vielleicht entdecken wir ja noch das eine oder andere, wo es sich lohnt, nochmal hinzutauchen und nochmal genauer hinzugucken. Wie gesagt, ich hatte ja die Decken auch gefilmt und ja. Und danach, weil es noch so früh ist, gönnen wir uns noch einen Besuch in der Therme. Das wollten wir eigentlich schon am Anreisetag machen. Doch da war die Therme überfüllt und wir sind dann in eine andere gegangen. Aber jetzt ist unter der Woche und da hoffen wir doch, dass wir reinkommen. Heute hat es ganz hervorragend geklappt mit dem Thermalbad. Wir haben, glaube ich, 5 oder 6 verschiedene Bäder ausprobiert, 2 Dampfsaunen und sind von da direkt zum Essen gegangen. Dort gab es einen riesigen Burger. Das heißt, wir haben heute 3 Sachen gemacht, die extrem müde machen. Tauchen, Thermalbad und ein großes Essen. Und entsprechend bin ich absolut sicher, dass es eine sehr, sehr ruhige Nacht mit sehr tiefem Schlaf wird. Und deswegen sage ich jetzt nur noch gute Nacht für heute. Morgen früh geht es weiter. Unbedingt dranbleiben und bis gleich. Es sieht so aus, als ob wir in einer neuen Location sind. Das hier ist das Vorgebäude der Molnar Janosch und wir glauben, dass hier mal auch so ein Thermalbad war. Wir haben das entdeckt, als wir unseren Kalk weggebracht haben und haben gedacht, das ist doch eine coole Location zum Filmen. Und es gibt mir die Zeit zu sagen, was wir heute vorhaben, denn heute ist schon Dienstag und heute versuchen wir, 2 Gänge miteinander zu kombinieren, denn es gibt
eine Stelle, wo die Leine auf 50 Meter ist und laut Karte sind da nur 10 Meter dazwischen und wir wollen gucken, ob diese Gänge zusammenkommen. Meine Idee war, dass zwei Teams von der einen Seite, also zwei Leute von der einen Seite gucken, zwei von der anderen. Das schlagen wir jetzt Scholt gleich mal vor. Ob das klappt oder was die Pläne vom Scholt genau sind, das erzählt er uns gleich. Falls es hierzu noch ein Update gibt, updaten wir dich natürlich auch. Und ansonsten heißt es jetzt erstmal Unit aufbauen, ankommen und tauchen gehen. Wir haben gerade noch mal den Plan etwas präzisiert. Wir machen das jetzt tatsächlich so, dass wir in den tiefen Tunnel gehen, gegenüber von da, wo wir gestern waren. Und die Jungs wissen hier, wenn man auf der einen Seite gräbt, wird auf der anderen Seite ein paar Stunden später die Sicht schlecht. Das bedeutet, es gibt definitiv eine Verbindung. Und wir wollen gucken, ob wir da heute den Abstand, der ja aktuell 20 Meter beträgt, ein Stück verkürzen können, weil der Tunnel nicht besonders groß ist und die Sicht dort rapide abnehmen wird, sobald wir da Hand anlegen, wird nur einer von uns wirklich mit einer Spool reingehen. Das ist Joana, sie hat sich freiwillig gemeldet. Und die Spool bleibt dann drin, sodass wir, wenn wir wiederkommen, dort dauert es ungefähr einen Tag, bis die Sicht besser wird, vielleicht an der Stelle direkt weitermachen können. Wir sind wieder im Hotel. Wir gucken uns jetzt die Aufnahmen unserer Heldentaten an, weil wir es kaum erwarten können. Der Tauchgang war nämlich mega cool. Und wenn wir das gemacht haben, gibt es auch noch mal ein ausführliches Fazit für dich. Jetzt haben wir uns den Kram auch angeguckt. Und woran sieht man, dass man wirklich abseits der Touristenpfade unterwegs ist? Ich würde sagen daran, dass Scholt, der in der Molne, hat er mir gestern verraten, 600 Tauchgänge hat, den Weg nicht mehr findet. Ja, wir sind nämlich ein paar Mal falsch abgebogen, was zur Folge hatte, dass Joana einmal ja, verschollen ist. Ich glaube, Scholt ist heute zweimal hinter ihr her, weil wir nicht wussten, ob sie sonst wieder da rauskommt. Aber das kann sie dir besser gleich selber erzählen. Es war jedenfalls ein sehr, sehr cooler Tauchgang. Wir haben auch unser Ziel zumindest ein klein wenig erreicht und sind dem anderen Gang unter Wasser etwas näher gekommen. Aber das war ich nicht, das war Joana. Und deswegen würde ich sagen, dass es auch ihr gebührt, das zu erzählen. Ja, für mich war das wohl der aufregendste Tauchgang von uns dreien oder von uns vieren, denn ich hatte die Aufgabe zu graben. Und ja, beim ersten Mal, wie gesagt, hatte der Scholt sich ein bisschen vertaucht. Ich bin in irgendeiner Engstelle, in der in Sekundenschnelle keine Sicht mehr war. Da war es mir auch nicht möglich, irgendwie zu tauchen. Da war ich einfach nur froh, dass ich da irgendwie wieder rausgekommen bin. Dummerweise hatte ich auch noch eine Stage dabei, die dann auch noch genervt hat. Aber das haben wir geschafft. Dann haben wir es, wie gesagt, nochmal in eine andere Richtung versucht. Und das war auch die Stelle, die der Scholt meinte. Da bin ich dann alleine rein, weil zu viele Taucher gleich zu viel Sediment. Und es war ein ziemlich langer Gang, der auch eigentlich relativ groß war, der immer schmaler wurde. Und da habe ich reingefilmt, wie man auch, glaube ich, sieht.
Und dann wollte ich mich so ein bisschen abstoßen, um zurückzukommen, und habe gemerkt, dass es ganz bröckeliges Gestein war. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn das eh schon so bröckelig ist und ich eigentlich graben soll, dann kann ich auch in die Breite graben, und habe rechts und links versucht, dieses bröckelige Gestein ein bisschen zu abzukratzen, damit man einfach tiefer rein kann, weil ich glaube, dieser Gang führt dann zu dem anderen. Und ja, jetzt müssten wir eigentlich noch mal in ein paar Tagen wiederkommen und gucken, ob sich da was getan hat. Ob das der Plan ist, wissen wir noch nicht. Aber für heute reicht's mit Tauchen. Wir gehen jetzt was Leckeres essen. Und dann geht's morgen, ich glaube, auf der anderen Seite wieder weiter. Neuer Tag, neues Glück, und was für einer. Keine Wolke am Himmel, dafür minus 7 Grad draußen. Heute wollen wir weiter graben in der Moina. Wir wollen uns heute quasi die gegenüberliegende Seite von dem Gang anschauen, wo Joanna gestern gebuddelt hat. Und das Ziel ist, dass wir diese beiden Gänge Stück für Stück ein wenig näher zusammenbringen. Und irgendwann soll, vielleicht jetzt nicht uns in dieser Woche, aber soll irgendjemandem dort dann im wahrsten Sinne des Wortes der Durchbruch gelingen. Ist ganz gut, dass die Deko heute ein bisschen kürzer ist als gestern, denn wir sind nur im letzten Stück wirklich 55 Meter tief, die meiste Zeit auf dem Weg irgendwo zwischen 30 und 40. Gestern haben wir uns doch ziemlich lange in den 50er aufgehalten, deswegen sollte der gesamte Tauchgang etwas kürzer werden. Bevor es losgeht, hat Joanna aber für dich noch einen wichtigen Programmhinweis. Ich weiß nicht, ob man es anhand unserer Videoaufnahmen gesehen hat, aber das Team vor Ort hat die Moina Janus komplett geputzt. Das heißt, mit so kleinen Besen und so wurde der ganze Dreck und Sediment weggemacht. Und in den tiefen Bereichen ist es natürlich nicht gemacht worden, weil das abseits der Touristenpfade ist, wo wir uns gerade bewegen. Und deswegen wühlen wir da auch so viel auf. Aber natürlich sollte man versuchen, wenn man vor allem Anfänger ist in der Höhle, die Höhle so wenig wie möglich zu berühren und auch versuchen, so wenig wie möglich aufzuwirbeln. Da sind natürlich beste fundamentale Kenntnisse wichtig. Die lernt man beim Sebastian. Aber ansonsten sollte man wirklich darauf achten, es nicht so zu berühren, die Höhle. Ich habe ja gestern da wirklich drin rumgewühlt und sogar den Stein nicht abgeschlagen, aber so abgewischt, weil er einfach so bröselig war. Das hat mich auch echt Überwindung gekostet, weil man ja eigentlich wirklich möchte, dass die Höhle so bleibt, wie sie ist. Deswegen von mir nochmal der Hinweis, bitte, bitte, bitte die Höhle so wenig wie möglich berühren und auch wirklich auf die Flossenschläge achten, sich auch briefen lassen, was man zu erwarten hat in der Höhle, und dann einfach ganz, ganz vorsichtig tauchen. Genau, wie Thomas Gottschalk immer gesagt hat, liebe Kinder, bitte nicht nachmachen. Hier ist es tatsächlich so, dass 99% der Moina immer noch nicht bekannt wäre, wenn man das nicht so machen würde. Denn es ist ganz oft vorgekommen, dass man irgendwelche Steine vom Dreck befreit hat und plötzlich ging es dahinter auf, hat sich ein Loch aufgetan in der Wand und es wurden ganz viele große neue Bereiche entdeckt, die man ansonsten immer noch nicht kennen würde. Das heißt aber nicht, dass du in den Höhlen, in denen du unterwegs bist, nur um zu gucken und nicht um zu explorieren, wie die Axt im Walde dich bewegen solltest. Wir sind da, aber unsere Sauerstoff- und Tariergasflaschen noch nicht. Und deswegen bleibt uns jetzt nichts anderes übrig, als einfach nur zu warten. Scholt, quick interruption. Who of us has the cooler T-Shirt?
Da ist eine der Aufnahmen des heutigen Tages. Allzu viel hast du nicht zu sehen gekriegt, weil Joanna da drüben Kameraprobleme hatte. Ihre GoPro war mit einem leeren Akku ausgestattet, was unter Wasser natürlich nicht ganz so gut funktioniert hat. Heute war ich derjenige, der graben durfte. Es war ganz interessant. Ich konnte da einem alten Exploration Reel folgen, bis das endete. Und dann hat aber auch der Gang aufgehört. Ich habe da noch ein bisschen versucht, von den Wänden etwas abzukratzen, aber das hat nicht so gut funktioniert, längst nicht so gut wie gestern bei Joanna. Es sah wirklich aus, als ob der Gang dann einfach aufhört und man nicht einen Spalt, wo man vielleicht schon reingucken kann, nur noch ein bisschen erweitern muss, bis man durchpasst, sondern da war wirklich Schluss. Und Tim und Joanna haben sich in der gleichen Zeit, während der Scholt noch auf mich aufgepasst hat, noch eine andere Stelle angeschaut. Was es da zu entdecken gab, kann dir Joanna aber besser selber erzählen. Ja genau, meine Kamera war kaputt, als es so richtig cool wurde und die Jungs vor mir die Videolichter anhatten, habe ich gedacht, okay, jetzt ist der Moment für das erste Video. Und nach, ich glaube, 20 Sekunden hat die Kamera sich verabschiedet, was sehr schade ist, weil wir wirklich coole Bereiche uns angeguckt haben. Wie gesagt, als Sebastian in der einen Stelle mit Scholt gesucht hat, bin ich dann mit dem Tim in die andere Richtung, haben da auch nochmal einen ziemlich großen Raum gefunden. Auch da sah irgendwie jede Ecke irgendwie vielversprechend aus, aber überall haben wir leider nichts gefunden. Tim quatscht immer, er quatscht immer rein. Nein, ich wollte noch kurz sagen, dass wir uns auf dem Rückweg nochmal den kalten Bereich anschauen wollten, wo wir vorgestern waren. War das vorgestern? Ja, war vorgestern. Und da hatte der Tim da drüben, da, hatte zwei so vielversprechend aussehende oder drei sogar Stellen im Boden gefunden, wo es aussah, als ob der Sand so ein bisschen reinfällt. Blende ich gerade nochmal ein und da könnte vielleicht ein bisschen Wasser rauskommen. Und das wollten wir uns heute noch genauer anschauen, hat aber nicht funktioniert, weil die Sicht da drin immer noch so war, dass sich ein Gucken einfach nicht gelohnt hat. Und das Problem war, die Stelle ist auf, man muss einmal über so einen Hügel, der ist auf 9 und man musste auf dem Rückweg wieder runter auf 22, wo wir unseren Jump gesetzt haben. Und auf 9 habe ich gemerkt, mein Druckausgleich funktioniert nicht mehr. Und wenn der Druckausgleich nicht mehr funktioniert, man durch zwei Engstellen durch muss, bei absoluter Nullsicht und 13 Meter nach unten muss, kann ich dir sagen, fühlt sich das richtig, richtig scheiße an. Ich bin froh, dass ich hier sitze und noch zwei funktionierende Trommelfälle habe, auch wenn das rechte Ohr klein wenig wehtut, aber bis morgen früh geht es sicher wieder. Jetzt schauen wir uns mal die Videos an, mal sehen, ob doch noch was Brauchbares dabei ist. Und melden uns später nochmal wieder. Hier ist schon jemand ganz platt, denn das mit dem Druckausgleich steckt ihm ein bisschen in den Knochen. Aber auch mir stecken die letzten Tage in den Knochen. Es sind sehr, sehr lange und anspruchsvolle Tauchgänge mit viel Equipment, was bewegt werden will. Wir waren jetzt lecker essen und sind jetzt auch schon im Bett. Die Uhr sagt 8:45. Das ist so eine typische Zu-Bett-Geh-Zeit. A, weil es draußen doch sehr frisch ist und auch früh dunkel wird. Und B, weil wir einfach am nächsten Tag natürlich auch gestärkt in den neuen Tauchgang starten wollen. Deswegen sage ich jetzt gute Nacht. Und vielleicht kann sich der eine oder andere schon genauso wie ich darauf freuen, was wir morgen machen, denn morgen machen wir etwas, was ich besonders mag in der Höhle. Der eine oder andere weiß es vielleicht schon, aber was das genau ist, verraten wir erst morgen. Gute Nacht! Guten Morgen, es ist der vorverletzte Tag und wie ich ja gestern angekündigt habe, machen wir heute mal was anderes, und zwar ist dieses Ding hier im Einsatz. Das kennt der ein oder andere ja schon, das ist der gute alte Nemo, aber in diesem Fall eigentlich der neue Nemo, denn es ist die Version 2 mit einem ganz neuen Display. Und mit diesem Gerät geht es gleich in die Molna, denn ob man es glaubt oder nicht, aber es gibt noch enge Seitenpassagen, die noch nicht gesurveyed sind, also von denen es noch keine Karte gibt oder die in der Karte noch nicht integriert wurden. Und das machen wir heute. Und deswegen würde ich sagen, ziehen wir uns jetzt an und gehen rüber. Zwei Stunden später und wir sind immer noch nicht am Umziehen. Wir hatten eine ganze Menge Probleme heute. Es ging los damit, dass
Joanna da vorne einen Mitteldrucksteiger an ihrem Backup-Regler hatte, haben wir repariert. Weiter ging es damit, dass ich auf der Seite Probleme mit meinem Mushroom-Valve hatte, das heißt, das Gas ging wieder zurück im Loop, was natürlich nicht gut ist, Stichwort CO2. Und das dritte Problem war, dass der Tim sein Mundstück durchgebissen hat vom Loop und das tauschen muss. Jetzt wird es Zeit fürs Briefing und dann können wir uns endlich umziehen. But the temperature is a bit higher. Just 20.23. Der Tauchgang ist überstanden. Ich habe dir ja vorher von drei Problemen erzählt, die wir hatten. Und wir hatten noch zwei weitere. Das konnten wir eben nicht mehr filmen. Das erste ist mir beim Anziehen passiert. Ich will nicht zu viel verraten, aber so eine Neopren-Halsmanschette sieht eigentlich anders aus. Zum Glück habe ich drei Anzüge mit. Der zweite war gestern schon im Wasser, deswegen konnte ich mich dann direkt umziehen. Habe natürlich extrem geschwitzt dabei. Und das fünfte Problem hatte Joanna, der Wing-Inflator, der hier hängt, womit man immer das Gas rein und raus lässt, ist mit so einem Bungee-Loop gesichert am Gurtband und der Bungee-Loop ist gerissen, sodass ihr Wing-Inflator unter Wasser immer weg war. Und wenn man dann in der Engstelle Gas rauslassen will und es nicht findet, dann würde ich mal sagen, nervt's. Zumindest habe ich das eben so verstanden. Und jetzt wird Zeit, dir zu erzählen, was wir überhaupt Schönes gemacht haben gerade. Wir haben bei diesem Tauchgang den B-Tunnel vermessen, denn dieser Tunnel ist bis jetzt nur per Hand vermessen worden und wir durften mit dem Version 2 Nemo dieses Mal nachholen. Und zwar hält hier der Sebastian gerade netterweise die Karte. Wir sind hier beim Manta gestartet und haben diesen gesamten B-Tunnel bis hier hinten hin einmal vermessen. Wir haben durchgewechselt, das hat super gut geklappt. Und danach sind wir noch in den älteren Bereich der Molnar getaucht. Hier hinten lang bis zu diesem Jump. Sind dann hier runter und haben hier in dem Bereich noch einen nicht ausgeleinten Gang vermessen. Wir haben also erst die Leine gelegt und dann mit dem Nemo hinterher. Was auch wieder zum Problem geführt hat, denn die schon bestehenden Snoopy Loops waren zu eng, um unser Reel da durchzupacken. Und da hat Sebastian eine coole Technik verwendet, um es trotzdem festzumachen. Aber diese Knoten wieder aufzukriegen war gar nicht so leicht, weil sich die Snoopy Loops so verdreht hatten. Es hat uns ein bisschen Zeit gekostet, aber auf dem JJ ist das ja halb so schlimm wie OC. Und ja, wir haben es hingekriegt. Die anderen mussten ein bisschen warten und wurden, glaube ich, auch schon ein bisschen ungeduldig. Aber alles im allen hat auch das gut geklappt. Und ja, eigentlich wollten wir noch mehr machen. Warum das nicht geklappt hat und was wir machen wollten, das sagt jetzt mal der Sebastian.
Genau, wir wollten eigentlich noch einen kleinen Bypass machen, der irgendwo hier lang geht und dann den sogenannten Horrortunnel, der hier oben lang geht. Das ist eigentlich der Z-Tunnel, wir haben ihn aber nach dem ersten Tag Horrortunnel genannt. Wir waren insgesamt etwas über 2 Stunden beschäftigt, bevor wir damit angefangen haben, und Scholt hat dann den Daumen gehoben und gesagt, wir müssen auftauchen. Ich habe ihn dann gefragt, warum wir nicht weitergemacht haben, und A, war ihm kalt, weil er ein bisschen nass geworden ist, und B, hat er um 16 Uhr ein wichtiges Meeting und hätte nicht gedacht, dass es so lange dauert, und deswegen haben wir das nicht mehr geschafft. Wir gehen jetzt aber die Videos sichten. Heute hat das, glaube ich, mit dem Film besser geklappt als gestern. Und dann geht's, weil es noch früh ist und wir heute keinen Dekotauchgang gemacht haben, noch gemütlich in die türkische Therme. Wir haben die Therme geschafft und die Therme hat uns geschafft. Ja, wollte ich gerade sagen. Deswegen gibt es jetzt nur noch eine leckere Pizza. Ich sage bis morgen, und da machen wir den tiefsten Tauchgang der Woche. Was wir dann genau vorhaben, wissen wir noch gar nicht. Erfährst du morgen nach dem Briefing. Gute Nacht und bis gleich. Guten Morgen. Der Kaffee steht bereit. Das heißt, neuer Tag, neues Glück, neuer Tauchgang, tiefer Tauchgang. Damit das alles gleich gut läuft, gibt es jetzt erstmal eine große Stärkung. Und dann geht's auch schon los. Neuer Tag, ein neues Problem. Hier steht Fail. Das bedeutet, dass Joannas Sensor Nummer 2 im Moment gar nichts macht. Und wir müssen jetzt versuchen, das Problem in den Griff zu kriegen. Schlimmstenfalls heißt es Sensor tauschen. Erste Maßnahme, Dilun Flash, aber nicht mit dem teuren, frisch gefüllten 1265, sondern mit einer Luftstage. Und Energie. Nee, das bringt gar nichts. Ist natürlich noch jede Menge Feuchtigkeit von gestern drauf, aber verbunden ist der Sensor. 10 Minuten später, wir sind etwas schlauer. Das Problem ist nicht der Sensor. Das HUD zeigt nämlich die richtigen Werte an. Also das HUD ist das Head-Up-Display. So, der Controller funktioniert wieder. Dafür zeigt die mittlere Spalte im HUD jetzt Fail an. Wir haben nämlich Controller und HUD getauscht. Und jetzt verliert Joanna für den Tauchgang nur die eine Spalte vom HUD. Wäre der Controller ausgefallen, hätten wir nicht tauchen können. Oder sie, wir schon. Da ist also irgendwas im HUD selber kaputt. Der muss zum Hersteller, aber das heißt, jetzt tauchen geht trotzdem. Ich bin schon wieder, leider kann Joanna nun doch nicht mittauchen, denn das Kalibrieren funktioniert nicht, wenn man HUD und Controller tauscht. Das hätte eigentlich funktionieren sollen. Bei den neueren Geräten geht es wohl. Ihre ist von 2017, scheint noch die alte Version zu sein, und das gibt jetzt für Joanna nur eine Lösung, und die lautet, leider diesen Tauchgang auszulassen und zu hoffen, dass es morgen wieder funktioniert. Ansonsten, ja, war es das leider schon mit Tauchen für sie hier, was natürlich extrem schade wäre. So, ich habe heute einen chilligen Tag vor mir. Die Jungs dagegen machen einen 70-Meter-Tauchgang und gucken, wo es vielleicht noch weitergehen könnte. Das ist ja generell das Ziel der Woche. Meine Unit ist hier schon wieder fast auseinandergebaut und mein Head ist jetzt nochmal zum Trocknen aufgehangen. Ich vermute, weil er über Nacht gefüllt wurde, war der Temperaturunterschied zu groß, und irgendwo im Head ist jetzt Feuchtigkeit, die jetzt wegtrocknen muss. Ich hoffe, dass es ab morgen wieder geht. Ansonsten, ja, werde ich jetzt die Eier schaukeln, auch wenn ich keine habe. Und die Jungs, die starten mal so richtig. Hallihallo, da bin ich wieder. Nicht da sind wir wieder, sondern da bin ich wieder. Joanna war ja gar nicht dabei. Und wenn sie sich einen Tauchgang in dieser Woche hätte aussuchen dürfen, den sie verpasst, dann hätte ich ihr diesen hier empfohlen. Die Erwartungen waren hoch, sind, muss man ehrlicherweise sagen, leider ein bisschen enttäuscht.
worden und das lag daran, weil die Sicht da unten wirklich, wirklich schlecht war, sodass wir nicht groß zum Suchen gekommen sind. Und ich glaube, der Attila, der Chef hier, hat da gestern irgendwas gearbeitet und das hat dafür gesorgt, dass die Sicht ein bisschen mau war. Und deswegen hast du auch gerade nur 3-4 kurze Sequenzen zu sehen bekommen. Du hast gemerkt, dass die Sicht nicht besonders toll war. Das ist für Joanna natürlich schön, weil sie nicht wirklich viel verpasst hat. Für uns nicht so cool. Joannas Head hat sich leider immer noch nicht gefangen, aber der Tim ist so nett, weil er heute seinen letzten Tag hat und morgen früh abreist, dass er Joanna sein Head hier lässt, sodass sie morgen mit Tims Head tauchen kann. Und dann müssen wir uns dem Problem annehmen, wenn wir wieder in Deutschland sind. Das bedeutet, morgen kriegen wir nochmal einen schönen Abschlusstauchgang hoffentlich. Und ja, dann geht es leider auch schon wieder nach Hause. Sebastians Trocki hängt hier wie so ein toter Mann zum Trocknen. Der kommt am Montag direkt in die Post, zwecks Reparatur, damit der bald wieder fertig ist. Wir haben ja zum Glück noch Ersatztrockis, das heißt, sowohl der Head ist da, Ersatzhead, als auch noch der zweite Trocki. Und damit geht es dann morgen zum letzten Tauchgang. Um dafür fit zu sein, gehen wir jetzt ins Bett und haben dann hoffentlich auch ohne Tim einen schönen letzten Tauchgang. Guten Morgen zum letzten Mal aus Budapest. Wir sind beide schon ganz traurig. Joanna ist wie immer am Handy. Nein, sie sagt, ich filme sie immer dann, wenn sie gerade am Handy ist. Einmal am Tag. Genau, heute ist der letzte Tag. Ich habe es heute ein bisschen stressiger als Joanna. Sie kann nämlich ihren Kalb von vorgestern noch benutzen, während ich meinen gestern entsorgt habe und alles neu vorbereiten muss. Deswegen geht es jetzt schnell rüber. Wir bereiten alles vor. Und dann geht es zum letzten Mal ins Wasser. Ich bin schon sehr gespannt, was heute auf dem Programm steht. Das Equipment ist aufgebaut. Wer aufmerksam zuguckt, sieht, dass ich nicht meinen eigenen Head habe, sondern den grünen Controller. Und der gehört dem Tim. Das heißt, mein Head funktioniert immer noch nicht richtig gut. Aber ja. Wir haben jetzt schon JJ geschrieben und gucken mal, was jetzt passiert. Heute ist der Tauchgang aber dank Tim gesichert. Wir haben alles vorbereitet. Wir warten jetzt aufs letzte Briefing und dann geht's zum letzten Mal ins Wasser. Das Briefing ist durch. Wir gehen nochmal an die gleiche Stelle, wo wir gestern waren und wollen uns da einen Gang anschauen, der von 75 Meter beginnt und dann schräg nach unten geht. Wir wissen nicht genau, wie tief. Wir wissen eigentlich überhaupt nichts. Allzu viel tiefer können wir nicht. Maximal 75 Meter. Und auf dem Rückweg hat der Scholt gestern noch einen Gang erspäht auf 40 Meter, den wollen wir uns dann auch noch anschauen. Ja, und dann haben wir doch einen Plan für den guten Tauchgang. Die Sicht wird wahrscheinlich immer noch relativ verhalten sein. Es ist Wochenende und hier sind heute 30 Leute im Wasser. Und die Mocke verteilt sich natürlich dann im ganzen System. Aber ich gehe möglichst nah dran mit der Kamera, damit ich für dich natürlich nochmal einen richtig coolen letzten Tauchgang filmen kann. Zurück nicht nur an der Wasseroberfläche, sondern sogar schon wieder im Hotel. Wir hatten überhaupt keine Zeit mehr, gerade noch ein Fazit des Tauchgangs zu ziehen, weil wir all unseren Kram erst aus dem Wasser nach oben bekommen mussten. Dann mussten wir es abbauen,
raus zum Auto bringen und um 16 Uhr pünktlich den Hof verlassen, damit wir nicht eingeschlossen werden bis morgen früh um 8. Das war ein richtig schöner letzter Tauchgang. Die Sicht war unten teilweise ein bisschen besser als gestern, aber nicht die ganze Zeit. Joanna neben mir, wie immer am Handy, erwischt, hat die Ehre gehabt, sich das Loch anzugucken, das von 65 auf ungefähr 70 Meter runtergeführt hat. Was sie da drin gesehen hat, erzählt sie dir gleich am besten selber. Den zweiten Gang auf 45 Meter, den wir uns eigentlich noch anschauen wollten, haben wir uns dann nicht mehr angeguckt, damit es mit der Deko nicht ausufert. Und jetzt ist es Zeit für Schatzis Fazit. Ja, ich hatte die Ehre vorzutauchen, was ja immer der beste Spot ist, wenn es hinter einem dann doch schnell wolkig wird. Ich habe es gefilmt, weil ich natürlich auch will, dass die Jungs das später sehen. Und es war richtig cool. Das ging nochmal so 6-7 Meter runter. Die Wolke sozusagen, die ist mir vorhergetaucht. Ich habe es auch gefilmt, wie das so wie so eine kleine Lawine so runterrutscht. Leider war dann aber auch da irgendwie der Gang zu Ende. Also es hat sich dann nicht gelohnt, noch weiter zu tauchen. Aber es sah einfach mega cool aus und hat richtig Spaß gemacht. Der Tauchgang an sich war aber dann doch relativ kurz, was aber am Ende ganz gut war, weil wir ja wieder alles einpacken mussten. Das ist aber jetzt fertig. Wir müssen jetzt nur noch unsere Koffer packen und dann geht's auch schon nach Hause. Relativ kurz heißt ungefähr 2,5 Stunden, um das nochmal einzuordnen. Genau, damit war es das für uns. Es war eine richtig, richtig geile Woche. Ich habe vorhin mit Scholl, der das Projekt hier organisiert hat, nochmal gesprochen. Und wir waren tatsächlich die ersten Leute, die nicht zum offiziellen Explorationsteam der Molnar gehören, die solche Tauchgänge hier machen durften. Er hat gesagt, normalerweise werden Touristen oder Gäste nicht so von der Leine gelassen, wie das bei uns der Fall war. Das war also eine große Ehre und hat uns entsprechend auch super viel Spaß gemacht. Damit bleibt mir jetzt nur noch das Wichtigste zu sagen. Wenn du Interesse an Kursen oder an Trainingstagen hast, schau unten in die Videobeschreibung. Da findest du meine Kontaktdaten. Wenn dir das Video gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen. Und ich sage bis zum nächsten Mal.
Sebastian hat ja gestern groß getönt. Nee, jetzt habe ich den. Du hast gelacht. Und haben jetzt den Weg. Jetzt habe ich mich da selber reingeritten. Und dann sind wir weiter getaucht. Jetzt muss ich lachen, weil du so drehst. Das mag ich nicht. Zu früh angemacht. Entschuldigung. Oh Gott, bloß nicht als Outtake nehmen, bitte.